Stecker in neuen Rennen, der sich vorzeitig verabschiedet hat. Es gab Probleme. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Beitrag des offenen Kanals über das Motorsportrennen oder Motorsportwochenende in Traben-Trarbach. Nach 18 Jahren ist es wieder soweit. Diese alte Tradition lässt man hier wieder aufleben. Und eine ganze Menge Motorsportfreunde sind hier an der Strecke und verfolgen die Rennen, die hier Samstag, Sonntag geboten werden. So, hier haben wir einer der Fahrer, der hier sich nachher aus Wasser begibt, um hier ganz, ganz, ganz schnell die Runden zu drehen. Vielleicht stellen Sie sich mal kurz vor. Ja, ich heiße Udo Mitscher, komme aus Traben-Trarbach und repräsentiere das Mitsudo Racing Team. Und das hier ist jetzt das Boot? Das ist ein Boot, mit dem ich fahre, und das ist ein Boot, mit dem ich fahre. Ich fahre in zwei verschiedenen Klassen, in der O350 und in der OSI 400. Wo unterscheiden sich die Klassen für diejenigen, die sich jetzt nicht so mit dem Motorsport auskennen? Also die Klassen sind sich ein bisschen ähnlich, indem der Bootstyp der gleiche ist. Der Bootstyp ist ein Proprider. Proprider heißt im Endeffekt, ideal ist nur der Propeller im Wasser beim Fahren. Und anders ist die Leistung bei der OSI 400 mit einem Serienmotor mit 33 PS, 400 Kubik. Und mein 350 Motor hat 350 Kubik und hat 150 PS. Welche Geschwindigkeiten erzielen Sie denn also auf dem Wasser? Also mit der OSI sind das ungefähr 100 km/h und mit der 350 ist es zwischen 160 und 170 km/h. Wie viele Rennen bestreiten Sie so im Jahr? Das ist unterschiedlich. Das kommt darauf an, wie viel Zeit ich habe. Ich bin ja auch nur privat. Das heißt, ich versuche die Deutsche Meisterschaft zu fahren. Das sind jetzt drei Rennen und noch so ein, zwei internationale Rennen. Ich bin im letzten Jahr auch die Weltmeisterschaften mitgefahren. Ja, wo war die? Die war in Storovo. Das war die 250 Kubik, das war ist in Ungarn. Und ich bin in Jeufnice die 350 Kubik Weltmeisterschaft gefahren. So, bisherige Erfolge? Oh, Erfolge. Oder wie misst man das? Was ist überhaupt Erfolg dann? Der Erfolg ist eigentlich für mich, dass ich halt überhaupt fahre. Ja, ich bin Späteinsteiger, ich fahre erst seit 3 Jahren, war vorher Mechaniker, hatte eine Fahrerin, die Anja Friedrich heißt. Ah ja, weil auf dem Boot steht nämlich ein weiblicher Name, das hat uns ein bisschen irritiert. Genau, das ist Anja Friedrich, das ist eine sehr erfolgreiche Fahrerin in Deutschland gewesen. Mehrfache deutsche Meisterin, Vize-Europameisterin in der O350, fünfte bei der WM, 250, fünfte bei der WM, 350 geworden. Sehr, sehr erfolgreich, sehr hübsch sogar noch. Ja. Aha, okay. Und ich musste aus gesundheitlichen Gründen halt ihren Sport aufgeben. Und ich habe das Material gestellt, ich bin der Teamchef gewesen. Ich habe also die Boote, Motoren und alles gestellt. Sie war nur meine Fahrerin oder ist meine Fahrerin gewesen. Und hatte dann das Material übrig und habe dann irgendwann den Gedanken gefasst, ich fahre selbst. Wenn man so Teamchef ist, was hat man denn da für Aufgaben? Also die Aufgaben als Teamchef ist die Organisation überhaupt über das ganze Rennjahr. Das heißt, wir haben einen Rennplan. Man muss diese Übernachtungen, die Fahrten, das muss alles organisiert werden. Dann müssen die Motoren instand gesetzt werden. Die Boote müssen instand gesetzt werden. Komplette Technik halt auch dazu. Und alles privat finanziert? Alles privat finanziert. Vom Munde abgespart. So, neben mir steht der Herr Wallenborn. Herr Wallenborn vom DRK. Sie sind Einsatzleitung hier und sind für die Sicherheit mit zuständig. Was ist Ihre Aufgabe genau? Ja, das finden wir erst noch raus, was unsere Aufgabe ist. Also im Moment sind wir hier erstmal zuständig für Betreuung, für den Fall, dass im Ablauf des Rennens irgendetwas passiert, dass wir dann noch schnell eingreifen können. Entsprechend haben wir zwei Standpunkte aufgebaut. Auf beiden Moselseiten sind wir jeweils mit einem Rettungswagen, einem Mannschaftswagen vertreten. Hinten ist die Seite, wo im Fall der Fälle jemand rausgezogen werden würde. Da haben wir dann natürlich ein größeres Aufgebot. Einen Notarzt haben wir zurzeit auf dem Wasser, einen am Land.
der auch für beide Seiten noch zuständig ist. Ja, und für den Fall der Fälle, dass entweder mit den Zuschauern oder beim Rennen was passiert, greifen wir halt ein und sind dann für die Erstrettung und dann für den Transport dann eventuell ins Krankenhaus dann zuständig. Wie viele Leute haben Sie so im Einsatz? Heute sind es 12. 12? 12. Mhm. Schon noch was passiert? Bis jetzt ein paar kleinere Behandlungen bei Zuschauern gestern, heute war noch gar nichts. Wann fangen Sie an, sowas zu organisieren? Insbesondere bei dem hier, weil es jetzt eine Veranstaltung ist, die schon über Jahre hinweg nicht mehr stattgefunden hat, haben wir vor Monaten bereits mit der Organisation angefangen. Der erste Kontakt, glaube ich, stand im Januar mit dem Veranstalter und wir müssen natürlich auch gucken, dass das Ganze beidseits auch tatsächlich abgesichert ist und insofern ist man dann schon ein bisschen länger dran mit der Organisation. So, ich bin hier im Einsatzfahrzeug von der Wasserschutzpolizei. Bei mir ist der Herr Theisen, Sie sind Einsatzleiter und hier für die Veranstaltung mitverantwortlich. Was ist genau Ihre Aufgabe? Wir sperren die Schifffahrt und geben das Rennen frei oder sperren das Rennen. Das ist unsere originäre Aufgabe hier. Mit wie vielen Leuten sind Sie hier im Einsatz? Wir sind mit 6 Beamten im Einsatz. Wir haben 2 Boote im Einsatz. Jedes Boot ist mit 2 Beamten bestückt und dieses Einsatzfahrzeug auch mit 2 Beamten. Ja. Und jetzt die ganze Zeit dabei, also auch beim Training gestern schon dabei gewesen? Natürlich, ja. Wir haben gestern wurde hier das Training begleitet von uns und heute ist das Hauptrennen und das werden wir natürlich bis zum Ende begleiten. Gibt es da auch schon besonderen Vorschriften, die Sie beachten müssen oder wo Sie sagen, das müssen wir gucken, dass das eingehalten wird? Oder sind Sie nur allgemein für die Sicherheit zuständig? Nein, es gibt bestimmte Vorschriften, die wir einhalten müssen. Die kommen von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Da wurde ein Einsatzbefehl, wenn Sie so wollen, getätigt. Und den setzen wir um für dieses Rennen hier. Wir achten auf die Sicherheitsvorschriften, auf bestimmte Einhaltungen von Verordnungen und dass das Rennen nun mal reibungslos abläuft. Kann man sich das auch so vorstellen, dass Sie zum Beispiel auch im großen Kreis mit den Rennfahrern sprechen und so ein großes Meeting abhalten und informieren, was Ihre Aufgabe ist? Oder sollte eigentlich jeder sich im Vorfeld darüber informieren, was seine Pflichten sind, die er hat? Die Rennfahrer sind natürlich über die Einhaltung der Vorschriften informiert. Sie werden jeden Morgen in einem Briefing darauf hingewiesen, was sie zu tun und was sie zu unterlassen haben. Wir stehen eigentlich nur in Verbindung mit der Rennleitung, weil die für uns maßgebend ist. Die sagt uns, wir können jetzt freigeben oder wir sagen denen, ihr müsst jetzt sperren oder wir sperren. Das ist unsere originäre Aufgabe jetzt für diesen Rennablauf. Der bisherige Verlauf, sind Sie zufrieden damit? Gab es irgendwelche Besonderheiten? Sehr zufrieden mit der, das ist jetzt nach 18 Jahren das erste Rennen, was hier wieder in Traben-Drabach geführt wird. Und ich muss sagen, also es lief doch besser, wie ich mir dachte. Ich hoffe, dass bis zum Ende der Veranstaltung nichts passiert. Dann ist die Wasserschutzpolizei hochzufrieden. Der Handsignal und jetzt hat er jetzt einmal Schwung rausgenommen. Auch ein bisschen Stieler hat Schwung rausgenommen. Doch in langsamer Fahrt über den Weg. Bei mir ist der Herr Gräf. Er ist Pilot und heute auch schon auf dem Wasser gewesen? Ja? Schon 4-mal jetzt heute. Und wie fühlt es sich an? Ja, sehr gut. Alles in Ordnung? Alles super. Alles in Ordnung. Okay. Und morgen im Rennen irgendwelche Chancen schon ausgerechnet oder einfach nur dabei sein? Und wir hoffen, dass wir in der einen Klasse recht weit vorne sind, wenn nicht sogar ganz oben. Das ist eigentlich das Ziel. Deswegen macht man Rennsport. Und hoffen wir, dass es klappt. Ja. Hauptkonkurrent, wen hat man dann so im Visier? Hauptkonkurrent eigentlich der Björn Wiesner. Und dann wird es schon ein bisschen eng zwischen uns. Also wir warten jetzt beim Zeittraining 20 Zehntel auseinander und werden wir sehen. Aber die holt er morgen noch raus? Ich hoffe es. Ja, okay. Aber so technisch alles in Ordnung. Wie bereitet man so ein Boot technisch vor? Auf was muss man dann achten? Ja, man muss halt viele Komponenten, die zusammengebaut werden, die auch nachher zusammenpassen müssen, von Getriebe über Propeller und so weiter. Und das muss man halt, mit Erfahrung und viel testen, ausprobieren, was am besten zueinander passt und am besten läuft. Womit werden die Motoren angetrieben? Ist das normales Benzin oder? Also in der einen Klasse ist es ganz normales Benzin mit Zweitaktgemisch, wie sie das auch mit dem Rasenmäher fahren, sage ich mal. Mhm. Und in der anderen Klasse, das ist mit Methanol wird das betrieben. Ja, was für Geschwindigkeiten kriegt er denn hier so drauf auf der Mosel? Also sag mal, in der einen Klasse fahren wir so bis 110 km/h und in der anderen Klasse so bis 160 ungefähr. Wie lange ist jetzt so eine Runde hier?
In der kleinen Klasse 1200 Meter und in der großen Klasse 1600 Meter. Ist das grundsätzlich so oder ist das jetzt nur in Dramm-Drabach so? Wie muss der Zuschauer, der sich jetzt damit nicht so auskennt, wie kann er sich das vorstellen? Nee, das ist von dem Weltverband der UEM ist einfach vorgeschrieben, welche Klasse, welche Länge des Kurses fahren muss. Das ist vorgeschrieben. Ja. Wie viele Rennen fahren Sie so im Jahr? Ja, zwischen 5 und 13 Stück. Aber machen Sie ehrenamtlich, also es ist nicht, ja, damit verdienen Sie sich nicht Ihre Brötchen, die Sie morgens essen. Nee, das ist alles nur Hobby, also da gehen die ganzen Brötchen rein. Ja, aber ein recht teures Hobby dann. Ne? Ja, das ist schon nicht ganz günstig, ja. Aber Sponsoren an der Hand, oder? Ja, das passt. Ohne die wird es nicht gehen? Nee, das geht nicht, ohne funktioniert das nicht. Von wegen Motorsport ist eine Männerdomäne. Wir haben neben mir jetzt hier eine Rennfahrerin. Das ist die Isabel Weber. Das ist ein eigenes Racing-Team. Ja? Ja, stellen Sie sich das mal kurz vor. Also ich bin Isabel Weber, bin 17 Jahre alt, fahre derzeit meine zweite Saison in der ADAC Motorboot Cup-Klasse und komme aus Rümingen. Das liegt bei Lörrach, bei der Schweizer Grenze. Wie kommt man als junge Frau zu so einer Sportart? Also die Sportart, die habe ich über meinen Cousin rausgefunden. Der fährt selber, der fährt aber höhere Klassen. Mhm. Der ist bei der Formel 2 und ich bin, seit ich 9 Jahre alt bin, auf dem Rennplatz dabei und dann hat mich das halt angesteckt, da auch mal zu fahren. Wann denn das erste Mal in so einem Boot gesessen? Letztes Jahr in Halbendorf am See. Ja. Da war ich das erste Mal drin. Und dann angefixt? Ja. Ja? Ja. Okay. Noch Schülerin oder schon in der Ausbildung oder machen Sie das hier hauptberuflich? Nein, ich habe vor 2 Wochen meinen Realschulabschluss gemacht. Mhm. Und dann bin ich dieses Jahr fertig und dann werde ich weiter auf die Schule gehen. Mhm. Aber es ist genügend Zeit noch da, sich dieser Sportart zu widmen? Ja, das muss sein. Ja, ja. Also das ist jetzt so angefixt, also das ist jetzt ein Schwerpunkt in Ihrem Leben. Schon, ja. Kann man sagen, ja. Jetzt können Sie das ja nicht alleine machen. Haben Sie da ein Team um sich herum? Wer ist alles da dabei? Also meine Familie unterstützt mich. Da ist mein Bruder, mein Freund und meine Mama dabei. Und dann noch Verwandte, die mal mitkommen an die Rennen. Und die helfen uns dann allen. Ich bin auch total begeistert. Ich denke, die Zuschauer auch. Ja, dann wünschen wir Ihnen für morgen viel Erfolg. Dankeschön. Auch für die Zukunft viel Erfolg. Und was ich immer wieder sage, was das Allerwichtigste ist, bleiben Sie gesund. Danke. Gut, danke schön. Neben mir steht der Herr Hilgers. Herr Hilgers, Sie haben die Organisationsleitung. Vielleicht stellen Sie sich selber mal kurz vor und dann ein bisschen, was Ihre Aufgabe ist. Also ich bin der Vorsitzende oder beziehungsweise im Vorstand vom Gewerbeverein hier von Dramm-Drabach. Und wir haben halt eben mit 3-4 älteren Herren haben wir den Gewerbeverein überredet vor 2 Jahren, doch die Trägerschaft hier zu übernehmen, weil wir halt eben durch gute Beziehungen zum ADAC und zum Deutschen Motorjachtverband das angetragen bekommen haben. Und naja, was ist mein Job? Ich habe mehr oder weniger alles, was das Sportliche nicht anbetrifft, organisiert. Und das mit sehr, sehr, sehr vielen Helfern, vom Gewerbeverein zuerst, aber auch viele freiwillige Helfer, die mit dem Gewerbeverein überhaupt nichts zu tun haben, die das ganz einfach gemacht haben, weil sie Spaß an der Freude haben und uns helfen wollten. Ja.
18 Jahre war hier Pause gewesen. Was mussten Sie denn an Überzeugungsarbeit leisten, dass jetzt Traben-Trarbach gesagt hat, okay, wir unterstützen das, dass eben nochmal hier eine solche Veranstaltung stattfindet? Naja, die Unterstützung seitens der Bevölkerung, die war gleich von Anfang an, als das Thema aufkam, sehr groß, muss ich sagen. Wir hatten auch keine Schwierigkeiten mit der Wasserschifffahrtsbehörde, mit der Wasserschutzpolizei, mit der Polizei selber. Eigentlich bei der Beantragung ist alles sozusagen glatt gelaufen. Wie sind Sie bisher mit dem Verlauf zufrieden? Wir hätten nicht mit so vielen Zuschauern gerechnet, ganz ehrlich. Wir haben eben mal so einen kleinen Video-Account gemacht und sind da so auf knapp 5.500 gekommen. Das ist natürlich nur ganz über den Daumen gepeilt. Und wir hatten eigentlich nur so mit 2.500 gerechnet. Also deswegen platzt auch hier alles aus den Nähten. Ne? Aber das spornt doch an, zu sagen, wir machen da weiter und nächstes Jahr wird es wieder so eine Veranstaltung geben. Das haben wir schon vor 2 Jahren beim Deutschen Boot- und Yachtverband angeregt und ich habe auch für 3 Jahre eine Lizenz bekommen. Ja, Motorsport hier an der Mosel hat ja auch Tradition. Zwar 18 Jahre Pause, die Sehnsucht war da, wieder eine solche Veranstaltung hier anbieten zu können. Sie und Ihr Team haben es realisiert. Vielen Dank dafür, jetzt mal im Namen der Zuschauer. Ich hoffe, dass Sie auch am Ende der Veranstaltung wirklich ein durchweg positives Fazit ziehen können. Ja, vielen Dank für das Interview und Ihnen persönlich alles Gute. Dankeschön. 33. Motorbootrennen in Traben-Trarbach. Liebe Zuschauer, liebe Sportfreunde, wir kommen zur Siegerehrung. Die Pokale sind aufgebaut. Die erfolgreichen Fahrer werden gleich hier nach vorne kommen. Aber vorher wollen wir nicht vergessen, dass all dies nicht möglich gewesen wäre, wenn nicht diese Veranstaltung nach nunmehr 18 Jahren wieder ins Leben gerufen worden wäre. Und dafür waren insbesondere zwei Personen. Danke für diesen Applaus. Ich nehme an, die beiden, die wir jetzt nach vorne rufen werden, nehmen das als Ansporn, die Veranstaltung auch im nächsten Jahr wieder durchzuführen. Diese beiden, die hier diese Veranstaltung nach so vielen Jahren wiederbelebt haben, ich kann nur zwei nach vorne rufen. Ich weiß, dass sehr viel mehr Menschen damit beschäftigt waren. Aber ich möchte nach vorne bitten, Herrn Elmar Hilgers, der hier als Vorstandsmitglied im Gewerbeverein Traben-Trarbach fleißig für die Veranstaltung gesorgt hat. Und als zweites, der hier die fachlichen Qualifikationen eingebracht hat und auch im Prinzip ein ganzes Jahr lang daran gearbeitet hat, unser allbekannter Roland Ulfimke. Als kleine Anerkennung und als Erinnerung für diese Leistung, die Sie hier gebracht haben, habe ich hier ein Poster vorbereitet. Da sehen wir einmal auf der rechten Seite das Plakat der heutigen Veranstaltung, das, was diese beiden hier gemacht haben. Und auf der linken Seite sehen wir das Plakat von der allerersten Veranstaltung 1959 hier in Traben-Trarbach. Und rundherum die Autogramme aller am Rennen beteiligten Fahrer. Einmal für Sie. Ja. Damit ihr nicht drum streiten müsst, da ist dasselbe drin. Ich rolle es jetzt nicht nochmal aus. Viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Jahr hier wieder. Ja, vielen Dank, Hartmut Knape, für diese wunderschöne, nette Geste. Es war doch schon eine Menge Arbeit gewesen, auch hier durchs Fahrerlager zu laufen und diese Unterschriften zu sammeln. Aber man merkt es dir an, die hat es viel Spaß bereitet. Und ich glaube, alle drei sind emotional sehr, sehr ergriffen von diesem tollen Event. Vielen Dank. Ja, und wir kommen zur Siegerehrung. Sascha Schäfer, hier kommt er an. Natürlich darf die Fahne nicht fehlen vom MYC Preußen. Herzlichen Glückwunsch.
Sieger in beiden Wertungsläufen im Sprintrennen, damit natürlich verdientermaßen der Gesamtsieger und hatte sich somit gestern schon einmal 40 Meisterschaftspunkte gesichert. So, jetzt mal hoch mit dir aufs Podium. Herzlichen Glückwunsch. Auf Platz 1 Sascha Schäfer, auf 2 René Schilke, auf 3 Maximilian Stitz. Mit einem zweiten Platz und einem Sieg am gestrigen Tage der Gesamtsieger in der Wertung des ADAC Masters Sprintrennen aus Deutschland, aus Berlin. Herzlichen Glückwunsch, Mike Shimura. Der Meister der internationalen Klasse F1 H2O Formel 4S des vergangenen Jahres, Mike Shimura. Der hat schon einmal sich hier eingetragen zu Saisonbeginn in die Ergebnislisten auf Platz 1 des ADAC Master Sprintrennen. Ja, und dann dürfen wir auch hier übergeben natürlich die limitierte Auflage der Plaketten. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch an den Sieger, an Mike Shimura. Auf Platz 2 Nikita Lietz, auf 3 Aaron Tabori. Ja, und jetzt darf mir mal gar keiner böse sein, denn es kommt auch hier ein ganz besonderer Moment. Traben-Trarbach auf 1, das Team 33. Und jetzt wird sich die ganze Bevölkerung hier in Traben-Trarbach mit Sicherheit freuen. Wir dürfen gratulieren den Sieger der Klasse OSI 400, Alexander Greff. Im ersten, Sieger im zweiten und Sieger im dritten Wertungslauf. Verdientermaßen der Gesamtsieger vom Team 33. Das ist die Mannschaft vom Teamchef Roland Olschimke. Und da fährt man hier zu Hause den Sieger. Was soll es Schöneres geben für den Sieger, für Alexander Greff? Er auf 1, Björn Wiesen auf 2, Timo Wende auf 3, Christian Stieler auf 4, Udo Nitsch auf 5. Da stand eben auch schon einmal einer ganz, ganz oben. Den dürfen wir jetzt zum dritten Platz gratulieren. Aus Traben-Trarbach, Alexander Greff. Ja, ist in der 350er-Klasse für Mitsubishi Racing unterwegs gewesen, Alexander Greff. Und wer hätte es gestern noch gedacht, nach einer verhaltenen Trainingssitzung, dass dieser Junge so weit oben an diesem Rennwochenende stehen wird. Er kommt auch hier von der Mosel, wohnt momentan auf dem Hunsrück. Herzlichen Glückwunsch an den Zweitplatzierten Jörg Kleinert. Jörg Kleinert, Glückwunsch zum zweiten Platz. Wird jetzt aufs Podium gehen. Roland Olschimke übergibt den Pokal. Und wir dürfen aufrufen, auch hier Lokalmatador, der Sieger aus Traben-Trarbach mit der Startnummer, die Traditionsnummer 54. Von Mitsubishi Racing benannt, Udo Mitscher. Er kam, er sah, er siegte. 3 Starts in der 350er, 3 Siege hat er herausfahren können. Udo Mitscher aus Traben-Trarbach. Herzlichen Glückwunsch zum Gesamtsieg. Jörg Kleinert auf 2, Alexander Greff auf 3, Steffen Tempelhahn, Dirk Kott auf Platz 4 und auf Platz 5. Vielen Dank. Und das ist der fünffache Europameister in der Klasse Formel R1000 auf Platz 2. Der zweifache Europameister steht auf Platz 3. Und der 13-fache deutsche Meister und ebenfalls fünffache Europameister, den rufen wir auf. Den dürfen wir zu Platz 1 gratulieren. Aus Berlin, Reinhard Gerbert. Reinhard Gerbert, herzlichen Glückwunsch. Und er wird dann auch aus der Hand von Elmar Hilgers in Kürze den Pokal für den ersten Platz und natürlich auch diese wunderschöne Erinnerungsplakette vom Traben-Trarbacher Motorbootrennen erhalten. Herzlichen Glückwunsch, Rainer Gerbert, Udo Kaschube, Peter Heibuch, Lasker Zorke, Marcel Löffler und Patrick Stralek. Nach dem verdienten Beifall zur Ehrung des Hauptrennens. Die beiden Hauptrennen in der ADAC-Cup-Klasse wurden ja heute ausgefahren. Und wir bitten nach vorne 4 Starts an diesem Wochenende, 4 Siege. Es gab 120 Meisterschaftspunkte abzuholen. Er holte
120 Meisterschaftspunkte ab. Herzlichen Glückwunsch, Sascha Schäfer. So sieht er aus, der momentan schnellste in der Cup-Klasse. Das wird ab der nächsten Veranstaltung in 3 Wochen in Bodenbach der Gejagte in dieser Klasse sein. Und dann schauen wir einmal, wie er mit dem vielleicht selbst auferlegten Druck umgehen kann. Sascha Schäfer auf 1, Christian Tietz auf 2, Maximilian Stilz auf 3, Schilke auf 4, Mattis auf 5, Groß auf 6, Isabel Weber auf 7. Ja, der Junge freut sich, ebenso wird sich der Sieger freuen, denn der kommt aus Berlin. Sieger im Sprintrennen, Sieger auch in der Gesamtaddition der beiden Hauptrennen. Herzlichen Glückwunsch, Mike Shimura. Mike Shimura, Glückwunsch der Konkurrenz jetzt von Elmar Hilgers, natürlich den verdienten Siegerpokal und diese Erinnerungsplakette. Und ich denke, jetzt haben wir ein wunderschönes Schlussbild und ich möchte noch einmal Dankeschön sagen an die wirklich vielen, vielen Zuschauer, die heute und auch gestern den Rennkurs gesäumt haben. Und wir würden uns alle freuen, Sie und euch im nächsten Jahr hier wieder begrüßen zu dürfen. Und ich wünsche allen aktiven Motorboot-Rennfahrerinnen und Rennfahrer eine verletzungsfreie und vor allen Dingen auch eine erfolgreiche Saison 2014. Vielen Dank.